Alpitronic ist ein Entwicklungsunternehmen. Wir entwickeln Leistungselektronik hauptsächlich oder Elektronik im Generellen. Kundenspezifische Elektronik, das heißt, ein Kunde kommt mit einem Wunsch für eine Elektronik zu uns und wir entwickeln diese. Wir machen ca. 80% Automobilumsatz mit den wichtigsten Kunden für uns sind, also die wichtigsten Kunden für uns sind Daimler und BMW, wo wir neuartige Leistungselektronik für künftige E-Fahrzeuge entwickeln. Innovation bedeutet bei uns kontinuierliche Verbesserung, was die Entwicklungsprozesse anbetrifft, kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und Innovation bedeutet für uns, sehr spannende Projekte zu realisieren, Komponenten zu realisieren, die vielleicht in 4 oder 5 Jahren in Serie gehen bei einem großen Automobilhersteller. Hierfür die Konzepte zu erstellen, die ersten Prototypen, erste Prototypenfahrzeuge ausrüsten zu können und damit die Referenz zu setzen für eine Serienentwicklung, die dann im Anschluss erfolgt. Das sind zum Beispiel Traktionsumrichter für E-Fahrzeuge und des Weiteren auch interne Produkte oder Projekte, die wir jetzt selbst entwickeln. Das heißt Produkte, die wir selbst auf den Markt bringen, wie zum Beispiel eine super Schnellladesäule für E-Fahrzeuge. Das Produkt wird sich Hypercharger nennen. Wir haben in der Regel Ingenieure, die bei uns arbeiten und Abgänger technischer Oberschulen, wie zum Beispiel der Technischen Fachoberschule. Die Ingenieure sind meist Elektrotechnik- oder Elektronikingenieure oder auch Maschinenbau- oder Physikabgänger. Und im Bereich der Techniker haben wir Elektronik, Elektrotechnik, wie auch Maschinenbauabgänger, die bei uns arbeiten und an unseren Projekten mitwirken.